Wir sind zurück in Elden Ring. Ich habe hier 6 ziemlich interessante Teile für dich, wenn du es gern blutig magst. Es geht um verschiedene Kriegsaschen, Anrufungen und Pfeile, die Bluten auslösen und noch ein wenig mehr anstellen. Ich habe das Ganze nach Gebiet sortiert, also vom Startgebiet aufwärts. Das erste Teil, was du dir besorgen kannst, ist die Kriegsasche Blutiger Schnitt. Idealerweise gibt es an derselben Location gleich auch noch das Rezept für Blutknochenpfeile. Dazu musst du zur Westseite der Festung Hyde und dann in dieselbige einzudringen. Oben findest du den Ritter, den du besiegen musst, um die Kriegsasche zu bekommen. Eine Etage darunter, in einem dunklen Raum, befindet sich dann auch noch das Rezept, womit du dann eben die Blutpfeile und ich meine auch die Bolzen bauen kannst. Die Kriegsasche, blutiger Schnitt, sorgt dafür, dass die geeignete Waffe den Bluteffekt bekommt, beziehungsweise wenn dieser bereits vorhanden ist, dieser eben erhöht wird. Blutiger Schnitt skaliert mit Arkane und dabei ist es egal, welche Affinität du nutzt. Der Schaden erhöht sich durch jedes Waffenupgrade. Beim Einsatz wird dir jedes Mal Gesundheit abgezogen, maximal jedoch 50 HP. Die Blutknochenpfeile verfügen über einen Blutverlustwert von 55. Man kann also aus der Ferne dafür sorgen, dass die Gegner schon mal anfangen zu bluten. Als nächstes holen wir uns die Anrufung Blutflammenklinge. Absolut geniales Teil, aber gleich mehr dazu. Erst geht es hier zum Steinpavillon am See. Von dort aus ist es nicht weit und das Beste, du musst auch überhaupt nicht gegen irgendwelche Gegner kämpfen, denn es geht um einen Skarabäus, den du platzen lassen musst. Hier bei ihm in der Nähe zeige ich dir nochmal auf der Karte die Location, damit du hier sicher hinfindest. Am besten erledigt man die mit Fernangriffen, idealerweise vom Reittier aus, falls die sich verdünnisieren wollen. Und hier haben wir dann auch die Anrufung. Das Teil ist einfach genial. Damit bekommt jede buffbare Waffe den Bluteffekt. Wie hoch der ist, kann ich nicht sagen, aber im Internet kursiert der Wert von 30. Natürlich macht es noch mehr Sinn, eine Waffe zu buffen, die bereits den Bluteffekt hat, wie hier beim Großschwert Bluthund Reißzahn, um den Wert damit zu erhöhen. Zudem wird auch Feuerschaden hinzugefügt, der auf Glauben skaliert, weshalb man schauen muss, welches Siegel man da einsetzt. Wenn man Glauben auf 30 setzt, dann wird man rund 60 Feuerschaden zusätzlich machen. Wild wird es erst, wenn man bei 80 ankommt, dann reden die Leute von rund 140 zusätzlichen Schaden. Aber abseits davon, ob man jetzt so viel in Glauben packen möchte oder nicht, ist dieser Feuereffekt absolut tödlich für Hände. Genau, für diese ekelhaften, widerlichen Dreckshände. Ich hasse die Hände in Elden Ring und deshalb mache ich meist einen Bogen um die, aber mit Blutflammenklinge, naja, sie selbst. Der Buff hält übrigens 60 Sekunden und damit ordentlich lang an. Kommen wir zur nächsten Kriegsasche, Blutklinge. Wir starten am Aussichtshügel des Erdenbaums. Auch hier ist es wieder ein Skarabäus, den wir erwischen müssen. Aber diesmal ist das Gebiet deutlich gefährlicher. Deshalb schnell hin, den Käfer killen und dann wieder weg. Okay.
Die Kriegsasche Blutklinge sorgt dafür, dass die geeignete Waffe den Bluteffekt bekommt, beziehungsweise wenn dieser bereits vorhanden ist, wieder erhöht wird. Blutklinge bringt dir die Affinität Bluten und skaliert mit Arkane und reduziert alle anderen Skalierungstypen. Damit einher gibt's den Bluteffekt für die geeignete Waffe. Natürlich ist auch hier wieder interessanter, eine Waffe zu wählen, die bereits den Bluteffekt hat, um diesen zu erhöhen. Blutklinge gefällt mir deshalb so gut, weil der erste Schlag zwar etwas gemächlich ist, aber man danach den Schlag in schneller Folge verwenden kann, wodurch beim Gegner heftiger Schaden angerichtet wird. Wie blutiger Schnitt kostet dich der Einsatz HP-Punkte, aber nur beim ersten Schlag. Die Folgeschläge kosten keine HP. Kommen wir zu Kriegsasche Blutzoll und zugleich auch zur Anrufung Fliegenschwarm, die beide sehr nah beieinander liegen. Dafür musst du hier zu Palastallee. Ein Video, das dir zeigt, wie du hier in dieses Gebiet kommst, verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Wenn du den Weg hier runter reitest, halt dich auf jeden Fall rechts. Hier gibt es dann die erste Höhle, in der du mal wieder einen Skarabäus vorfinden wirst, den du natürlich auch wieder killen musst. Daraufhin gibt es dann Blutzoll. Mit Blutzoll verleihst du allen Waffen, die geeignet sind, den Bluteffekt. Auch hier gilt wieder, verfügt eine Waffe über diesen Effekt, dann erhöhst du diesen durch die Kriegsasche, weshalb dies dann die bessere Wahl ist. Genauso wie Blutklinge kann man den Angriff wieder in schneller Folge feuern. Der erste Schlag ist dabei wieder gemächlich, aber die folgenden Stöße sind dann richtig flott, wodurch der Gegner dann zu gar nichts mehr kommt. Wir gehen nochmal zurück in die Höhle, wo wir Blutzoll eben bekommen haben. Von hier aus geht es zur nächsten Höhle. Halte dich hier wieder rechts und nach einigen Metern findest du auch schon die nächste Höhle vor, in der ganz am Ende eine Leiche liegt, die die Anrufung Fliegenschwarm bei sich trägt. Damit schickst du einen widerlichen Schwarm von Blutfliegen auf deinen Gegner. Diese kleinen Viecher setzen dem dann ganz schön zu. Fliegenschwarm hat ebenfalls den Bluteffekt, aber ich kann nicht sagen, wie hoch der ist, aber der Aufbau ist auf jeden Fall recht gut. Auf jeden Fall lässt sich der Schwarm in Bewegung rufen und unterbricht den Gegner in dem, was er gerade so macht. Gegner können auch hier nicht parieren, beziehungsweise blocken ist höchstens nur zum Teil möglich. Die Schussgeschwindigkeit ist ziemlich okay und die Fliegen verfolgen auch noch den Gegner. Gut für PvE und sogar für PvP. Das soll es auch schon gewesen sein. Das waren die 6 Teile, die du dir auf jeden Fall holen und ausprobieren solltest, um so dein Blutbild zu unterstützen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.